Okay, grüß euch wieder nach der Pause. Schön, dass nur fast alle da sind. Hätten ja schon ein paar gehen können. Und hallo wieder da draußen im Äther bei Okitok. Hat wer in der Pause über das geredet gerade ein wenig? Nein. Nicht. Ja, es könnte sein, dass wer wieder über daheim redet oder so. Oder beschäftigt, das beschäftigt dann schon ein wenig, oder? Okay. Ich setze jetzt kurz von einem anderen Punkt an. Kleiner Perspektivensprung, den ich jedem empfehle, weil es ist eine Riesenhürde für so manchen Gedankendenker da draußen, dass man folgende Hürde nimmt. Es steht geschrieben im Bundesverfassungsgesetz, Paragraph Artikel 1. Das heißt, Gesetz vom 1. Oktober 1920, mit welchem die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird. Jeder kann sich jetzt kurz überlegen, wie geht das? Wie richtet man einen Bundesstaat ein? Ist man da ein Möbelhaus? Nein, die Anerkennung von den anderen Ländern her. Es wird eingerichtet. Österreich ist sozusagen eine Rechtseinrichtung. Bam, Entschuldigung, das war die Connection. Kannst du das bitte da wieder einstecken, sehr so lieb? Achso, das ist gebrüllt. Warum aufsteht zu müssen? Irgendwann ist so weit. Genau. Einrichtung. Einrichtung. Ah, IKEA. Einrichtung ist im Privatrecht die Sache. Also es ist eine Sache, im Privatrecht zumindest, schauen wir, wie es weitergeht, die einer anderen Sache körperlich hinzugefügt ist und deren wirtschaftlichen Zwecken dient. Im öffentlichen Recht ist Einrichtung der Gegenstand, der benutzbar ist. Punkt. Österreich ist sozusagen ein Gegenstand, der benutzbar ist. Und das Ganze wird genannt Bundesstaat als Definition für das, was es da ist. Dieser Gegenstand wird genannt Bundesstaat und handelt sich um eine Republik. Republik würde, das wissen wir aus Latein, heißt so viel wie Res Publica, die öffentliche Sache. Die öffentliche Angelegenheit, könnte man auch sagen. Gut. Und da steht jetzt, genau, der Artikel 1. Österreich ist eine demokratische, öffentliche Angelegenheit. Ihr Recht geht vom Volk aus. Wer ist da dafür? Angenommen von dir. Angenommen, wir wären das Volk und das Recht geht von uns aus. Was heißt das dann? Jedes eigene. Alle, die die Staatsbürgerschaft haben, haben einen Wahlzettel und dürfen demokratisch wählen. Was tun die dann, wenn sie wählen gehen? Gehen die dann hin und geben ihre Rechte her? Weil es heißt ja, das Recht kommt von dort. Also wenn ich jetzt wählen gehe, gebe ich dann meine Rechte her und sage, ihr dürft es tun, statt mir. Das ist quasi das, was passiert. Man legitimiert seine Regierung, seine Volksvertreter, man sagt, du darfst statt mir. Und das zieht sich dann durch bis ganz auf, bis zum Präsidenten, der darf dann der Präsident sein, weil die Leute das erlauben, ist ja eine direkte Wahl. Und es geht wieder zurück runter. Und dann darf dann quasi der Richter uns verurteilen, der Polizist uns bestrafen, das Magistrat von unserer Parkgebühr verlangen und. Das ist alles legitim, legal, weil es so in die Gesetze steht. Stimmt's? Richtig. Und deswegen kann das nicht stimmen. Deswegen kann das nicht stimmen, wenn ich einfach logisch einfach nur nachdenke. Jedes kleine Kind wird fragen, das kann doch nicht stimmen, Papa. Wieso kann wer kommen zu dir und die, egal was du da hast, zum Beispiel du hast deine Steuern nicht eingezahlt oder du hast deinen Strafzettel nicht eingezahlt, du hast 36 Euro nicht eingezahlt. Warum kann wer kommen, Papa, und die mitnehmen und die für 3 Tage einsperren und dann wieder heimführen oder nicht? Warum kann der kommen und die einsperren? Ich darf ja auch niemand einsperren. Also ich darf niemand einsperren von euch. Ihr dürft mich nicht einsperren, ich darf euch nicht einsperren. Wer von euch hat dem Polizisten oder dem Exekutor, dem Richter, das erlauben können? Wie kann das stimmen, wenn da steht, das Recht geht vom Volk aus, dass das Recht zuerst beim Volk gewesen sein müsste, wenn das stimmt? Ich kann ja nichts hergeben, was ich nicht habe.
kann nicht delegieren, dass ich wen schicke, dass er euch ein Geld wegnimmt. Weil ich das nicht darf, kann ich es niemandem erlauben. Also kann das nicht stimmen, dass das Recht vom Volk kommt. So kann der Satz nicht gemeint sein, weil das stimmt einfach nicht. Das Recht geht von einem Volk aus. Genau, es gibt natürlich. Es gibt natürlich eine zweite Bedeutung von dem Satz. So wie ich davon ausgehe, dass alle Leute freundlich sind. Und andere von den Schienen wieder ausgängen. Und ihr davon ausgegangen seid, dass ihr was wisst, nachher, was vorher nicht gewusst habt, vielleicht. Man kann davon ausgehen, was nicht vorhanden ist. Dann geht man aus von was. Man nimmt es an, man setzt es voraus. Es ist quasi eine Vermutung. Eine Ausgangsvermutung. So wie ich sage, sagen wir, es ist Weihnachten und die Oma kommt nicht. Das ist ein gemeinsames Spiel, ein Konzept. Jeder glaubt daran, die Oma kommt nicht, wir feiern extra. Oder so. Irgendwas. Sagen wir, es schneit. Dabei schneit es gar nicht. Aber wir gehen davon aus, dass es schneit. Weil sonst können wir unseren Plan nicht ausführen. Also müssen wir von was ausgehen. Und so ist es zum Verstehen da. Dann ist es auch schlüssig und stimmig und dann hält es jeden Vergleich oder jeden Teststand. Weil, wenn ich von einem Volk ausgehe, das es im Prinzip noch nicht gibt, von dem ich vermute, dass es irgendwann kommen wird, also eigentlich kann ich davon ausgehen, dass es kommen wird, weil ich weiß ja, was ich tue, dass es kommen wird. Daher kann ich ausgehen davon, juristisch. Dann kann ich eigentlich machen, was ich will, weil dann bin ich alleine, dann habe ich keine Quelle mehr, von wo ich komme. Dieses Rechtssystem in dem Rechtsstaat, oder? Auch wenn es ein guter ist, wir haben gerade geredet in der Pause, es ist eher ein guter. In Österreich geht es uns super gut. Stellt sich vor, ich war ein Chines. Wie viel Tag, nein, wie viel Stunde gibt es mir? Ja, na, für das, was ich da tue. Wie lange hat ein Chines Zeit, dass er das, was ich da tue, tun kann in sein Land? Genau. Richtig. Oder schauen wir nach Saudi-Arabien. 1000 Peitschenhiebe für den Joe Kressel, weil er einen Blog betreibt, als Freeman Austria im Facebook auftaucht und sagt, Leute, glaubt alle nicht mehr an den Rechtsstaat, verzichtet auf eure Rechte, ist alle frei. Es ist keine Volksverhetzung, weil es gibt kein Volk. Es ist keine Volksverhetzung, es gibt kein Volk. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ja, ja. Genau. Richtig. Und auf einmal bist du ein Dschihadist. Ja. Ich bin kein Dschihadist, ich bin ein Haschditist. Ist viel schöner. Alles ist ein Betrug. Die Lösung, weil du hast vorher nach einer Lösung gefragt. Die Lösung im Erkennen, dass eh jeder jetzt schon frei wahrt, wenn er nicht glaubt, dass er es nicht ist. Dass er seine Person ist, dass er sich identifiziert mit seiner zweiten Betrachtung. Denkt einmal nur bitte nach. Was ist identisch? Was heißt das, wenn ich mich identifiziere? Ich identifiziere mich. Wenn ich identisch sein will mit was, dann brauche ich mindestens zwei. Von alles, was identisch ist, muss es mindestens zwei geben, weil sonst kann es nicht identisch sein. Wenn es nur eins gab, wie heißt das dann? Authentisch. Immer wenn ihr euch identifiziert in eure Personendaten, seid ihr das andere, diese Sache, die der Republik Österreich gehört. Und die muss folgen, ist eh klar, weil da gibt es Personalstatuten, Personenrechte und wenn das nicht in Ordnung ist, dann spielt das Spiel falsch. Und das gehört einfach nach Spielregeln gespielt, wenn man spielt. Aber die Frage ist, was ist, wenn einer nicht mehr spielt? Wenn einer aufhört zum Spielen, wer sagt, hey, ich sitze mich da jetzt einmal gepflegt nieder und muss nachdenken, weil so können wir nicht weiter tun. So können wir bei Gott nicht weiter tun. Seit ich auf der Welt bin, hat Republik Österreich ihre Schulden mehr als verhundertfacht. In 44 Jahren mehr als 100 Mal so viel Schulden. Wie soll das aufhören? Meine Kinder können das dabei nicht überblicken und wenn sie so weit warten, sage ich, ist spät. Und deswegen müssen wir das jetzt tun. Sorry. Egal, was gerade eure Pläne sind im Leben, jetzt gehört was tun. Jetzt, automatisch. Und zwar deswegen, weil wir nur können. Wir sind die, die, und das mag sich jetzt ein bisschen strange auch hören für den einen oder anderen, wir müssen die anderen mit ausreißen. Weil die Chinesen, die können wir vergessen. Da geht das nicht mehr. Kroatien, Serbien, Italien, Frankreich, ist alles schon ein bisschen kritisch. Österreich, Insel der Seligen, mir konnten es einer sagen, wie man das auch anders lösen kann, außer mit Feuer und Schwert und so. Mit Bombenexplosionen und so.
du darfst es gerne bezweifeln, ich bezweifle das nicht. Es ist nämlich so, die Lösung ist deswegen so klassisch, elegant, Möschpeis-Variation, weil es ist im österreichischen Recht nicht vorgesehen, was ich da tue. Die Variante Rechtsverzicht, man konnte da spirituell, religiös, wie auch immer sagen, ja, nein, es kommt später. Rechtsverzicht, wie geht das? Ich sage einfach, danke, ich brauche das nicht. Ich bin eh nicht gefährlich, glaubt mir's, das habe ich in meinem Brief geschrieben, diese Erklärung sagt, ich komme in Frieden, aber ich mache nicht mehr mit. In Sinn, ja. Brauchst dich nicht anscheißen, bei mir ist keine Gefahr. Es gibt da keinen Grund, irgendwen oder was von mir zu beschützen, ich verspreche es euch, aber ihr könnt mich dazu nichts zwingen, hallo. Verzicht. Es ist, genau, ich habe im Finanzminister ja auf YouTube auch schon, das könnt ihr euch anschauen, im Finanzminister Spindelecker gesagt, dass ich auf die Steuerpflicht verzichtet habe. Und er hat mich angeschaut mit solchen Augen und ich habe nämlich gefragt, wie tatzen ihr, von wegen strukturelles Nulldefizit, ab 2000 irgendwas, wie tatzen ihr, Frage, wann euch scharenweise die Steuerpflichtigen davonlaufen, so wie ich. Ihr verzichtet auf die Steuerpflicht. Und er hat keine Antwort gewusst und es ist bis heute kein Termin gekommen. Na, ist ja wurscht. Ich will ja nicht mit dem Spindelecker reden, der ist mir ja eh wurscht. Ich will mit dem Finanzminister reden. Und ich habe bis heute keinen Termin und ich werde da nicht wieder anklopfen dort, die wissen das eh. Und ein paar tausend Klicks auf YouTube hat es auch schon das Video. Wir machen da schon ein bisschen einen Druck, weil das gehört ernsthaft besprochen. Morgen in der Früh kommt jetzt ihr alle, und das sind jetzt nur heute, keine Ahnung, 60 Leute oder so, die morgen in der Früh haben wir keine Steuern mehr zahlen, weil sie verstanden hätten, dass Steuerpflichtige in Österreich per Einkommensteuergesetz, § 1, nur natürliche Personen sind. Der Mensch ist nie mal steuerpflichtig. Und was wir finden, sage ich einer, ja, wenn sucht's leicht. Was den juristischen Atem, was das ja. Man muss nicht fahnden nach mir, ich bin eh da. Aber das heißt nicht, dass ich steuerpflichtig bin. Die juristische Betrachtung ist steuerpflichtig. Ja, natürlich, sonst kann man nicht spielen miteinander. Aber dieses Spiel ist ein Spiel des Frevels. Das macht alles kaputt, das beleidigt unsere gemeinsame Natur, unsere Umwelt, die Luft, verschmutzt alles, vergewaltigt die Mutter Erde und tut uns weh, ohne dass wir es merken, der eine mehr, der andere weniger. Und tut die anderen da draußen in der dritten Welt richtig weh. Weißt du, ich meine, sterben, was ist das schon, gell? Sterben eh so viele Fliegen jeden Tag. Aber Menschen, das sind wir. Wir sind verantwortlich dafür, dass da draußen rund um die Kugel irgendwelche Leute sterben, weil es uns so gut geht. Und dann sagen wir, uns geht es eh so gut. Aber da alles miteinander verwebt ist und Europa halt angefangen hat leider, deswegen sind wir ja die Ersten vorhin, uns geht es immer nur gut, aber Griechenland will schon wieder aussehen und so, wisst ihr, was gerade passiert. Das ist alles gerade parallel und das ist echt ernst zu nehmen, nicht einfach weiter tun und wo fahren wir auf Urlaub hin. Jetzt ist gerade eine andere Zeit und sorry, es geht einfach zusammenkramt, bevor wir auf Urlaub fahren. Weil sonst macht es heimgekommen keine Gaudi. Ja? Natürlich. Natürlich, die Menschenrechte liegen da dazwischen. Die Menschenrechte sind in Österreich im Verfassungsrang. Über die Grundkarte der Europäischen Union. Eh nicht. Nicht die UNO-Deklaration seinerzeit. Aber die Grundrechtekarte der Europäischen Union ist seit 14. März 2012 zufällig derselbe Tag, wo ich meine Erklärung geschickt habe. Deswegen weiß ich das. Hat der Verfassungsgerichtshof die Grundrechtekarte der Europäischen Union in den Verfassungsrang gehoben. Sonst wisst ihr das Datum nicht. Okay, ich habe zum Finanzminister gesagt, ich verzichte auf die Steuerpflicht, nein, danke. Und das Finanzamt hat zu mir kurz vorher gesagt, das war jetzt nicht nachher, sondern vorher schon, Herr Kreisel, was Sie machen, das geht nicht, weil das ist nicht vorgesehen. Es ist im österreichischen Recht nicht vorgesehen, dass man auf seine Rechte verzichtet. Und deswegen muss ich Steuern zahlen. Und ich habe gesagt, das können Sie nicht machen, Sie können nicht sagen, das geht nicht, weil es nicht vorgesehen ist, sondern Sie müssen richtigerweise sagen, das gibt's nicht. Da stimme ich dazu, das kann man nicht finden. In keiner Spielbeschreibung steht das drin. Sehr logisch. Wie soll in einem Märchen stehen, was außerhalb vom Märchen passiert? Aber Sie können nicht sagen, das geht nicht. Ich tue es ja. Also, es geht sehr wohl. Nur, es ist nicht vorgesehen. Das ist ja nicht einmal Strafe. Nein, es kann nicht vorgesehen sein. Der Verzicht kann niemals vorgesehen sein, weil, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund, heißt es irgendwo anders, da heißt es Nein. Und auf einmal ist alles gesund. Nein, man konnte nur Danke sagen, aber dann ist nicht nur ein Wort. Nein. Und der Mensch aufsteht und sagt Nein, dann beweist er seinen freien Willen. Indem er sagt, ihr könnt alle da oben springen. Ich bleib da sitzen. Und das tue ich. Der Freeman sitzt sich nieder und lässt alle anderen rennen. Aber er sagt, dass ihm vorbeigesagt, dass ein paar. Und die sitzen sich auch sofort nieder.
Außerdem stimmt es gar nicht. Es ist sehr wohl vorgesehen, dass man aufs Recht verzichtet. Weil so gesehen hat mir der Beamte eigentlich, hat er mir nicht die Wahrheit erzählt. Weil ich kann natürlich auf mein Erbe verzichten, oder? Ja, hallo? Dann ist es eh vorgesehen. Ich kann auf das Wahlrecht verzichten sogar. Wer soll er wollen gegangen? Trotz euch. Nein. Genau, okay. Danke. Eben genau. War schon dann konsequent. Konsequent sein. Sehr gut. Und man kann zum Beispiel auch auf den Vorrang verzichten. Oder? Vorrang ist auch Recht, auf das kann ich auch verzichten. Also es ist sehr wohl vorgesehen, dass man auf was verzichten kann. Und darin liegt die wahre Macht. Ich kann aufs komplette Rechtssystem verzichten. Das haben sie jetzt vielleicht noch nicht viel denken traut. Und die fürchten sich alle vor diese Gesetzlosen, gell? Und Outlaws. Und die sind dann vogelfrei. Gefährlich. Wer war nicht so gern wie ein vogelfrei? Verstehst? Ich bin vogelfrei. Das heißt aber nicht, dass ihr was tun darfst mit mir, nicht, weil ich vogelfrei bin. Das ist ja nur der Druckschluss im Hirn von jedem, weil er glaubt, vogelfrei, den darf man anschießen. Karma. Eigentlich unterliegst du jetzt den Menschenrechten, wir nämlich alle nicht. Ihr habt alle Personenrechte. Genau. Ihr kennt zwar die Menschenrechte, euch liest man es vor, aber sie gelten nicht für euch, weil ihr alle in der Person steht. Ja? Und mir hat der Rechtsanwalt selber mitten ins Gericht gesagt, natürliche Person, das gilt jetzt als Sache. Ja, davon rede ich ja. Es ist eine juristische Fiktion. Wisst ihr, und es ist so schwierig mit Richterstreiten, mit Finanzamt streiten, weil die das alle nicht verstehen wollen, können oder dürfen, weil in dem Moment, wo sie es verstehen, gehen sie am nächsten Tag nicht mehr hackeln. Es ist so, alles Recht ist, das ist ein Zitat Hans Kelsen jetzt, einer der bedeutendsten Rechtspositivisten, der übrigens auch für das Bundesverfassungsgesetz verantwortlich ist, als Komponist. Alles Recht ist Fiktion. Okay? Jetzt lese ich euch vor, was Fiktion ist. Wer weiß, was Fiktion ist? Alles Recht ist Fiktion. Ausgedacht, hast du gesagt. Ja, wo bist denn du jetzt? Ach so, vor dem N. Genau. Fiktion. Fiktion in Klammer, Erdichtung. Juristisches Wörterbuch Gerhard Köppler, 14. Auflage. Fiktion, Erdichtung ist der Rechtssatz, der eine in Wahrheit nicht bestehende Tatsache als bestehend behandelt. Okay? Eine in Wahrheit nicht bestehende Tatsache wird als bestehend behandelt. Dann ist ein Beispiel, zum Beispiel ist der Schuldner zur Abgabe der Willenserklärung verurteilt, so gilt die Erklärung als abgegeben, sobald das Urteil rechtskräftig ist. Okay, das ist wurscht. Aber der nächste Satz. Die Fiktion kann im Gegensatz zu einer gesetzlichen Vermutung nicht durch Gegenbeweis entkräftet werden. Was logisch ist, was aber gleichzeitig das Grundproblem dieser Reise darstellt. Die Fiktion kann im Gegensatz zur gesetzlichen Vermutung nicht durch Gegenbeweis entkräftet werden. Ihr könnt dem Richter alles beweisen, aber es ändert gar nichts. Die Fiktion wird niemals entkräftet durch einen Gegenbeweis. Die Vermutung, die gesetzliche Vermutung, die hat es ein wenig schöner, weil die kommt auch stimmen. Eine Vermutung kommt auch sein, aber eine Fiktion per Definitionem ist von Haus aus erdichtet. Alles Recht ist Fiktion. Das heißt, hingeschrieben und für gültig erklärt. Ja, weiß ich. So wie eine Spielregel. Und es mag sein, dass es gute Regeln gibt. Ja, stimmt. Zum Beispiel, dass wir alle blinken, wenn wir abbiegen. Das finde ich extrem sinnvoll, weil sonst weiß der andere nicht. Tun wir das. Oder was einfach ganz normal, wie kleine Kinder neu hinschauen und sagen, was brauche ich noch und was sollte man lieber nicht mehr tun, weil es mir oder wem anderen wehtut oder ins Geif fährt oder was auch immer. Wie kleine Kinder alles hinterfragen. Ich lade euch ein quasi von dieser Welt, wo alles verboten ist, außer ihr dürft es. Außer man gestattet es euch, man gewährt euch ein Recht, eine Lizenz, man erlaubt es. Das Ziel des Spiels heißt ja im Rechtssystem, so habe ich das ja da jetzt nichts. Derjenige, der bis zum Schluss am meisten Wert angesammelt hat, hat gewonnen in dem Casino, oder? So geht das Rechtssystem. Was mache ich da mit dem Wert? Vererben.
natürlich vererben, weil da werden wieder Steuern zahlt und Dings und das wird. Genau. Außer es verzichtet aufs Erbe, genau, dann geht es zur Caritas und da soll es eh hin. Das ist am besten auch. Richtig. Wir gehen vom Rechtssystem in ein neues System. Wir haben vorher gelernt, das Recht steht im Gegensatz zur Sittlichkeit, da wo man sich am Guten und am Gewissen orientiert. Ich richte mich am Guten und am Gewissen aus, ich verspreche euch das. Und das Sittlichkeitssystem, da ist jetzt ein Wort, da ist nicht alles verboten, außer man erlaubt es mir. Sondern im Sittlichkeitssystem, da ist alles erlaubt. Kommt das jetzt vielleicht oder nicht? Genau. Es ist alles erlaubt, außer ich darf es nicht. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir sind nur einmal da. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Der Mensch als geistig-sittliches Wesen ist von Natur aus frei. Der Mensch als Person muss alle Gesetze befolgen. Können Sie sich erinnern an die Als-Challenge? Das ist es. Das ist es. Da, wo sich der Mensch jetzt gerade einen Kübel Wasser übers Hirn schütten sollte und darüber nachdenkt, als was renne ich eigentlich durch die Gegend? Das ist die Als-Challenge. Man hat es uns verkauft mit Amyotrophe Lateralsklerose. Ja, eh, weiß ich. Aber die eigentliche Botschaft vom Universum war das. Denkt einmal über euch als noch, hallo. Sonst war das in der Facebook gewesen. Das geht nur verschlüsselt. Solche Botschaften schickt das Universum immer verschlüsselt, weil sonst wird es verhindert. Wer verhindert denn das? Die Glaubens... wie haben wir es vorher gesagt? Die Gedankenmehrheit. Die Gedankenmehrheit in der Ordnung. Planmäßiges Gefüge der Gedanken. Sittlichkeitssystem heißt jetzt grob umrissen folgende Variante. Der Mensch bekommt wegen seiner Geburt eine Wirklichkeit zur Verfügung gestellt, die ihn dabei unterstützt, seine Lebendigkeit im vollen schöpferischen Potenzial, der Suche und Empfinden des eigenen Glücks zu widmen. Es ist alles bezahlt. Die Folgen bzw. Begleiter davon sind Freude, Spaß, Neugier, Liebe, Freundschaft, Gemeinsamkeit, Gelassenheit, Halleluja und Konsorten. Wir konnten das genauso morgen starten, wenn wir wollen. Es ist nur der Glaube des Menschen an das alte System und an die Angst und an seinen Namen, an Zinsen, an Verträge und so. Das ist alles, verhindert leider alles. Tja, das kann ich dir noch kurz erklären, das ist ziemlich komplex zum Verstehen. Es ist alles bezahlt, weil das auf doppelter Buchhaltung basiert, was wir da erleben. Genau. Ziel des Spiels ist das Rechtssystem vergessen, vergeben und überlegen, was Alität wirklich bedeutet. So. Wir sind schon relativ weit. Gebietshoheit, möchte ich nur die Definition vorlesen. Gebietshoheit ist folgendes. In ihrem Hoheitsgebiet ist die Gebietskörperschaft durch ihre Hoheitsgewalt zum Erlass einer Rechtsordnung berechtigt, die alle Personen bzw. Unternehmen, die sich im Hoheitsgebiet aufhalten, betrifft. Sie, also die Gebietshoheit, beinhaltet auch das Recht gegenüber demjenigen, der sich auf dem betreffenden Gebiet aufhält, Staatsgewalt auszuüben und zum Beispiel Steuern und Gebühren zu erheben. Habt ihr es gewusst? Ich meine, das hat man vermutet wahrscheinlich, dass das so ähnlich definiert wird. Aber klar, das muss so darstellen, weil sonst war das alles nicht. Ich möchte mal gerne wissen, wie Gewalt definiert ist. Gewalt, das ist eine schöne Frage. Steht das da? Staatsgewalt, das ist... Genau. Gewalt ist deswegen super. Gewalt ist echt super, weil du wirst nie glauben, was da jetzt steht. Ja, deswegen interessiert mich auch. Du wirst das nie für möglich halten. Und zwar deswegen, weil auch der Feimann am Mittwoch jetzt in der Nationalratssitzung gesagt hat, Gewalt ist abzulehnen. Verabschiedet euch bitte, haltet ja nicht an dem alten System fest, weil es zerbröselt gerade. Das tut euch nur weh. Ja. Nehmt den Humor, den ich da mitbringe und seht es locker. Es ist wirklich einfach nur ein Witz. Es kann, das darf zerfallen. Wir werden morgen immer nur aufwachen und es besser machen. Wir brauchen das nicht festzuhalten. Gewalt. Und jetzt wird es spannend. Gewalt ist allgemein, hört sich das auf Okidok? Ja. Gewalt ist allgemein der Einsatz von Kraft zur Erreichung eines Ziels. Sowie die Möglichkeit hierzu. Punkt. Gewalt ist allgemein der Einsatz von Kraft zur Erreichung eines Ziels sowie die Möglichkeit hierzu. So ist Gewalt definiert, liebe Leute. Das ist alles. Ich werde jetzt mit Gewalt das Mikrofon nehmen und wieder weitersprechen. Mit Kraft, Einsatz von Kraft zur Erreichung eines Ziels und die Möglichkeit hierzu. Es ist alles Gewalt. Verstehst du das? Es ist alles Gewalt.
Wir glauben nur, Gewalt tut weh und so. Aber es ist alles Gewalt, juristisch definiert. Und Staatsgewalt ist dann einfach das Einsetzen von Kraft zur Erreichung eines Ziels und die Möglichkeit hierzu. Exekutive, Legislative, Judikative. So, genau. Es gibt ein Völkerstrafgesetzbuch, es gibt ein sogenanntes römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs und es ist beide Male der Paragraph oder der Artikel 7. Völkerstrafgesetzbuch ist Deutschland, römisches Statut ist Österreich. Ich sag's, wer ist alle juristisch ein bisschen versiert von euch? Ich habe das am Anfang nicht gefragt. Gibt es Anwälte herin? Irgendwelche Bundesbediensteten herin? Verfassungsschutz oder so? Okay. Wer weiß von euch, dass das römische Statut ein österreichisches Gesetz ist? Das ist ein österreichisches Gesetz. Das heißt, römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Und da stehen spannende Sachen drin. Ich habe versucht, manche haben es schon gesehen draußen in der Pause, ich habe versucht, das, was ich da im Großen und Ganzen da daherfaselt, es ist, ich weiß, was das alles tut in die Hirne, in Schriftform zu bringen, damit das auch nachvollziehbar, reproduzierbar, nachlesbar und nachdenkbar bleibt. Und habe zwei Aufsätze geschrieben, vorläufig, es ist eh schon wieder mehr. Der eine Aufsatz heißt, die Freiheit des Einzelnen als geistig-sittliches Wesen, juristische Erläuterung des Freeman-Status, eine sogenannte Schachmatt-Erklärung an die Regierenden. Schachmatt durch Rechtsverzicht. Wenn ich auf die grundlegenden Rechte und auf alles verzicht, bin ich unerreichbar für jegliche Jurisdiktion auf dem Planeten. Wenn ich weiß, wie das alles aufgebaut ist, auf wem das alles gehört, wer das installiert hat, das geht viele hunderte, wenn nicht tausende Jahre zurück. Das ist nicht jetzt erst entstanden. Ihr seht es euch, ABGB ist schon fast 200, mehr als 200 Jahre alt. Und der zweite Aufsatz heißt, der Staat, seine Verwaltung und ihre Grenzen gegenüber dem freien Menschen, Untertitel, staatliches Handeln kann strafbar sein, Bedienstete-Info, Untertitel. Und da schreibe ich, und es ist alles extrem interessant für jeden, den das als Bediensteten vielleicht betreffen könnte, weil es ihn betrifft, nicht mich. Da drin steht, dass wenn der Bedienstete der Rechtseinrichtung, was auch immer, Rechtsstaat oder Diktatur, völlig wurscht, glaubt, dass er mich aus meinem Gebiet, in dem ich mich rechtmäßig befinde, so steht es da drinnen in diesem Artikel oder Paragraph 7, wenn ich mich in meinem Gebiet befinde und er würde mich da um mich, gegen meinen Willen, durch Zwang oder Nötigung um mich verbringen in sein Gebiet, dann kostet es ihm nicht unter 5 Jahre Gefängnis. Nicht unter 5 Jahre Häfen für jeden Bundesbediensteten oder sonstigen Betreiber von irgendwelche Statuten, Dings, Strafen einkassieren und so, wenn man uns nicht in Ruhe lässt. So steht es in anderen Regeln drin und es ist bis heute unwiderlegt. Ich habe das schon bei so vielen Behörden abgegeben und Dings, Beamtendienstrechtgesetz, lest euch das durch. Das ist alles, steht alles da. Ich habe nichts erfunden, sondern ich habe es nur ausgesucht. Ich habe es nur zusammengesucht. Genau, diese Aufsätze gibt es. Ich freue mich, wenn es mal einen 5er eine hat, oder einen 3er oder irgendwas. Ich kopiere die nächsten. Ja, mindestens. Ja. Genau. Aufgrund dieser Erkenntnis habe ich ein Schüdel entwickelt. Das gibt es eh im Internet schon zum Nachkopieren und alles Mögliche. Das empfehle ich jedem. Aber man kann es nicht gescheit lesen. Ich lese euch erst vor, was da drauf steht. Da steht Gebietskonflikt, Achtung, rechtsfreie, grundlose Zone. Grundlos ist vielleicht ein kleiner Konflikt, aber das muss ich euch dann erklären. Erlösterreich. Hier endet das Hoheitsgebiet sämtlicher Rechtseinrichtungen der einen katholischen Kirche, des Heiligen Stuhls respektive der römischen Kurie, des Bundesstaates Republik Österreich, der Vereinigung Europäische Union, der Vereinten Nationen, der Justiz, des Magistrats, der Polizei, der Gemeinde etc. Auch wenn es so aussieht, als würde ich mich auf österreichischem Staatsgebiet aufhalten, in Klammer, warum sage ich das? Ja, weil Melderegister, Postadresse, Grundbuch, Autokennzeichen, Telefonnummer, EZB-Geld und. Es schaut alles so aus, als wäre die auf dem Staatsgebiet der Republik. Ich befinde mich nicht innerhalb eines sogenannten öffentlich-rechtlichen Hoheitsgebietes. Diese Note bestätigt das. Ich befinde mich rechtmäßig in meinem eigenen Hoheitsgebiet. Ich nenne es Erlösterreich.
Man kann das mit der Situation auf Kuba vergleichen. Die Vereinigten Staaten betreiben dort einen Gefangenenstützpunkt, und zwar auf dem Staatsgebiet von Kuba, jedoch ohne Hoheitsgewalt der kubanischen Behörden. Im Prinzip ist das bei jeder Botschaft so. Und eben auch bei mir. Ich danke für das Verstehen und wünsche noch einen wundervollen Tag. I. Dann habe ich noch geschrieben Mens statt Mensch, weil ich das absoluter empfinde. Ich bin der lebendige Geist, nicht irgendwas anderes. Geistig-sittliches Wesen auf Gaia, die Humanität benannt, Joe Kressel. Das ist mein Schüttel an das System, und wer das nicht versteht, ja, der hat ein Problem, das mag sein, aber das ist nicht mehr mein Problem. Wir sind als lebendige, geistig-sittliche, es gut meinende Wesen jetzt schon absolut frei von jeglichem Zwang. Wir dürfen tun, was immer wir wollen, außer wir dürfen es nicht. Und das ist außer wir dürfen es nicht, das wissen wir eh alle, wie das geht, und das heißt Gewissen. Und es gibt nur ein Gewissen, weil alles eins ist. Ja, also ein schlechtes Gewissen haben, das ist jeden sein eigenes Karma. Und wer das nicht will, braucht es nicht, dann nicht tun, weil er hätte es eh gewusst. Gewissen heißt es. Höheres Wissen heißt Gewissen. So wie ein höheres Wesen Gewesen heißt. Und so weiter. Bitte tatsächlich da reindenken. Das ist eigentlich eine super smarte Variante, um dem System den Soft-Ort zu tragen, ohne dass man es besser meint und gleich liebevoll weiter tun. Aber wie kann ich behaupten, das ist meins? Indem du da bist. Es ist sehr schwierig, ein System auseinander zu dividieren, das auf Beraubung basiert. Weißt? Wir sind alle beraubt. Und das Wort dafür ist lateinisch und heißt privat. Privare auf lateinisch heißt berauben. Also wenn du privat bist, heißt es, du bist beraubt. Von was alles? Ja, von alles. Wenn du Grundsteuer zahlst, glaubst du nur, du bist im Eigentum. Aber wieso Grundsteuer zahlen? Wem gehört gleich der Grund, außer mir? Fragt euch bitte in euch einen Kopf, um es abzuschließen soweit, wenn bodenlegende Männer Böden legen. Fragt euch das. Nein, es geht weiter. Genau. Wenn bodenlegende Männer Böden legen, was machen dann grundlegende Rechte? Gründe legen. Die legen Gründe. Wo liegen die Gründe? Sie liegen quasi in euren Schädel. Oder seid ihr schon mal am Grund runtergefallen vom Baum? Oder fällt man da am Boden? Man fällt am Boden, auf dem man Grundsteuer zahlt. Der Grund kommt von Grundlegen, von Staatsgrundgesetz, von Grundrechte, von Grundsätze, von Gründungen. Wenn man zum Beispiel eine Firma gründet, warum gründet man das? Habt ihr schon mal gefragt, warum der Mensch als Landlebewesen Grund sagt unter seine Füße? Und wenn man am Boden fällt, ist Grund und Boden wirklich das Gleiche? Wo ist der Unterschied? Warum kann ich nicht am Grund runterfallen? Außer ich bin ein Taucher. Das Grund ist unter Meer. Grund ist unter Wasser, in meiner Meinung, ja genau. Aber wir sind nicht unter Wasser. Ich bin nicht unter Wasser, ich bin ein Landlebewesen und spüre kein Seerecht. Wer hat schon gehört, dass OPPT was mit Seerecht zu tun hat? Genau. Ich lese euch schnell was vor aus dem juristischen Wörterbuch, sonst glaubt ihr mir entweder, ich bin der Karl May. Seerecht. Seerecht. Ist eh Recht. Was? Ist eh Recht, genau, da haben wir schon. Seerecht ist die Gesamtheit der die See- und die Seeschifffahrt betreffenden Rechtssätze. Hat man wahrscheinlich vermutet. Das Seerecht ist teils Völkerrecht, teils staatliches Recht. Und jetzt kommt's. Es betrifft auch, also das Seerecht betrifft auch das Arbeitsrecht, das Versicherungsrecht und das Verwaltungsrecht. Hört ihr das? Da ist jetzt nicht gestanden, dass das Arbeitsrecht das Seerecht betrifft, wenn man zum Beispiel auf hoher See arbeiten kann. Oder dass das Versicherungsrecht das Seerecht betrifft, dass der Matrose auch versichert ist. Sondern da steht, dass das Seerecht das Arbeitsrecht betrifft. Geht einmal zu euch an den Landesverfassungsdienst. Ich war dort beim Dr. Über in Linz, Landtagspräsidium, und habe ihn gefragt, warum ich vom Seerecht betroffen verwaltet werde. Und er hat gesagt, das weiß ich nicht. Weil er es gar nicht gewusst hat. Und er hat gesagt, ja, weil ein Matrose auf hoher See arbeiten muss.
Und er hat nicht berücksichtigt, dass die vom Seerecht umschießen zu uns und nicht in die andere Richtung. Glaubt ihr auch nicht, dass die Herren Experten da oben irgendwas wissen? Weil die sind in dieselbe Schule gegangen wie ihr, die haben an denselben Osterhasen geglaubt wie ihr, die sind an denselben Christkind nachgerannt, die waren auch beichten, haben sich genauso angeschissen vor der Schularbeit und waren auch beichten beim Pfarrer und haben hinterm Fahren genauso wenig Plan von der Welt wie jeder andere, der nicht nachfragt. Der nicht selber sofort sich selber und alles hinterfragt, was vielleicht da noch nicht stimmt. Völkerrecht ist genau das. Ja. Völkerrecht ist das Recht, was quasi die Nationen dieser Welt miteinander die Spielregeln definiert. Das ist nicht das Handelsrecht, sondern das zivile Recht unter Völkern, was du willst. Nicht mehr Handel. Das ist UCC. Das Uniform Commercial Code ist Handel. Und Völkerrecht ist, ja, da kann man quasi, im Völkerrecht schreibt man ein, wie ich die umbringen darf, dass es legal ist. Na, zwischen Völker heißt ja Völker. Die Frage ist, was ist ein Volk? Volk? Ja, das kann man nachlesen, aber das ist mir jetzt zu mühsam, weil ich möchte mich von dem Begriff Volk prinzipiell verabschieden. Volk. Das ist ja, kommt ja gar nicht mehr vor, wenn du das schaust, Wort Volk verwendet ja gar keiner mehr. Nicht. Wenn im Staat vom Volk die Rede ist, ist immer Staatsvolk gemeint. Genau. Ja, also das Recht geht vom Volk aus, heißt vom Staatsvolk wird ausgegangen. Glaubt bitte nicht, dass es sowas wie ein Volk überhaupt gibt. Stellt euch einfach vor, die Welt war lauter Hosen. War das nicht schön, lauter Hosen? So viele Hosen rundherum. Und fragt sich die Frage, ob der einzelne Hase, egal wo der Hase wohnt, egal wo auf dem Planeten, er ist Hase. Ist es für den Hasen notwendig, dass er erstens weiß, ob er ein Hase ist? Das war wieder für die Deutschen der Klassiker jetzt, gell? Oder ob es relevant ist, dass er es weiß. Ob es wichtig ist für ihn, muss er das wissen, soll er es wissen, es ist völlig wurscht. Und würde er sich jetzt abgrenzen von irgendwelchen anderen Hasen auf dem Planeten, dann würde er sagen, wir sind das Volk von hier und die anderen Hasen sind alle deppert. Ja, wir sind dieses Tal und da drüben, nein, es ist völlig irrelevant, es gibt nur Hasen, verdammt. Es gibt keine Völker, es gibt auch keine Bienenvölker oder Ameisenvölker, das sind lauter Sippen. Das sind ja keine Völker, das sind lauter Sippen, die kommen von einer Mama. Die schließen sich nicht zusammen mit Immigration und so weiter. Das ist alles ein Stamm, eine Sippe. Okay, so kann man sich organisieren, aber ein Volk, ich sage das deswegen, weil im Kodex für Rechtsgestaltung, da steht drinnen, dass Volk dem Heiligen Stuhl gehört, um die es recht zu machen jetzt. Das Wort Volk gehört dem Heiligen Stuhl und wer glaubt, dass ein Volk ist, rennt dem Papst noch. Der Beweis liegt darin, das ist leider nur eine kleine Viertelstunde extra jetzt, der Beweis liegt darin, dass das Wort Volk auf andere Sprachen zum Beispiel Population heißt. Population. Und da drin ist der Schlüssel versteckt. Nämlich, was heißt zum Beispiel, wenn ich uliere? In unserer Sprache. Jeder von euch uliert mehrmals täglich. Aber er weiß es nicht, wer es nicht außerhört. Zum Beispiel, wenn ich sage, gratuliere. Oder die Frauen ovulieren, das nennt man Eisprung. Männer ejakulieren. Oder zirkulieren, regulieren. Was ist ulieren? Ich weiß, was das vorher alle heißt. Ich weiß zum Beispiel, ov heißt Ei. Und die ovulation ist dann quasi irgendwas mit Ei. Die Manipulation hat was mit Händen zu tun. Die Artikulation, das ist was mit Sprechen, Gestikulation, Regulation, Zirkulation, was haben wir noch? Eben, ja, verdammt, Population. Genau. Ulieren. Gratulieren ist spannend, weil da habe ich eine Bedeutung extra. Gratitüde zum Beispiel, wenn was gratia, das hat was mit Würde und Dankbarkeit zu tun. Also wenn ich gratuliere, dann stelle ich mein Handeln sozusagen ul unter die Leitung, unter das Licht von Dankbarkeit. Von Würde, von Grazia. Wenn ich grat und uliere. Ich uliere Dank oder was auch immer. Glückwunsch. Ja, ja. Gratitüde, nein, das ist Würde, würdevoll und so weiter, genau. Mit Grazie. Da ist das auch drinnen. Okay, dann habe ich mein Handeln unter die Leitung, unter die Führung der Idee Grat gestellt. Wenn ich zirkuliere, mache ich dasselbe mit Zirk, mit Kreis. Dann gebe ich mein Tun, mein Handeln, mein Sein der Idee von Zirk unter die Leitung. Ich ule, ich uliere. Und jeder weiß, was Pop heißt. Pop, ulieren.
In dem Moment mache ich mich zum Volk. Das mag jetzt für manche einfach die Herkrit klingen, aber das kann man nachlesen, weil nur im kanonischen Recht steht das geschrieben von Volk Gottes. Und wer zum Volk Gottes kehren will, der wird zur Population, der wird bevölkert und spielt in der UNO mit, er spielt, das heißt Personalwesen, und das betreibt der Heilige Stuhl. Als kleine Dings zum Aussiege. Warum ich das sage, ist gleich bewiesen, weil am Schluss von dem Werk da, und manche sagen, das kanonische Kirchenrecht hat nichts mit uns zu tun, stimmt's? Das sagen sogar die Priester und die Bischöfe, ich war ja beim Bischof. Da drinnen steht ganz am Schluss, dass der Papst, respektive der Nachfolger Petri, der Heilige Stuhl, nicht der mit Jesus, sondern der Heilige Stuhl, das ist wer anderer, von niemandem vor Gericht gezogen werden kann. Der Heilige Stuhl kann von niemandem vor Gericht gezogen werden. Warum wohl? Vielleicht, weil er ihm kehrt, ne? Weil es ihm kehrt. Und im zweiten Satz steht drinnen, dass der Heilige Stuhl zuständig ist für gewisse Straftaten von Staatsoberhäuptern. Und damit haben sie sich verraten, Colombo. Weil in diesem Werk, da geht es um Christus, um Glaube und so weiter, angeblich um Kirche, in dem Werk darf das Wort Staatsoberhaupt leider nicht vorkommen. Da darf nur drinstehen, der gläubige Mensch. Aber sobald da drin das Wort Staatsoberhaupt geschrieben steht, hieße das, das wäre vielleicht, ich stelle es einfach als Frage in den Raum, dann kann man nicht sagen, ich habe es behauptet, dann wäre das vielleicht so, dass das die Rechtsgrundlage darstellt, die notwendig ist, damit der Heilige Stuhl und die Republik Österreich überhaupt miteinander einen Vertrag machen können. Weil die Rechtsgrundlage vom Heiligen Stuhl ist kanonisches Recht, die Rechtsgrundlage der Republik Österreich ist Völkerrecht, Staatsgrundgesetz, österreichisches Recht, und die haben quasi keine gemeinsame Rechtsgrundlage, außer das kanonische Recht war überall drunter. Und da drauf schwimmt partikulares Recht, österreichisches Recht. Und dann kann man einen Vertrag machen, und dieser Vertrag heißt, in Österreich ist das ein Gesetz, dieser Vertrag mit dem Heiligen Stuhl heißt, wer weiß das? Konkordat. Konkordat, dieser Gesetz in Österreich und dieser Vertrag mit dem Heiligen Stuhl, der nur möglich ist, wenn man eine gemeinsame Rechtsgrundlage hat, und die ist leider auf der Heiligen Stuhlseite ausschließlich kanonisches Recht. Und das ist der Beweis dafür, dass die österreichische sogenannte Verwaltung, alles was die Behörden tun und so weiter, wird alles im ewigen Heiligen Bund, in der Republik, in der öffentlichen Angelegenheit des Bundes, heißt die Bundesrepublik, oder im Staat des Bundes, vom Ministranten des Bundes oder Minister, kann man auch sagen. Ist völlig wurscht, dann ist nur eine andere Abteilung. Da ist ein Ministrant, da ist ein Minister. Und er dient dem großen Ganzen, was jetzt gerade zerfällt. Halleluja. Ja, die ganze Welt kollabiert gerade, ihr seht es und wundert euch warum. Keiner sagt euch erst, der eine sagt, das sind die Ausländer, die Islamisten, das Geldsystem, die Rothschilds, die Rockefellers. Und in Wahrheit ist es nur deswegen, weil das große ganze Spiel, was da jetzt 2000 Jahre gerannt ist, keine universelle, sprich große kosmische Unterstützung mehr findet. Wenn einer glaubt, das betrifft ihm die Sterne nicht, ist das auch recht für mich, aber es ändert nichts an den Tatsachen, die da draußen passieren. Schaut einfach neutral hin, fürcht euch nicht mehr, sondern denkt euch, das kann doch alles nur wo stehen müssen, dass das passieren darf. Alles, was passiert, muss wo stehen, sonst gibt es nicht auf dem Planeten, nicht in dem Spiel. Es gibt nur Zedeln, die erlauben was oder verbieten was. Und so ist mit euch. Ein Zettel ist es, der euch im Griff hat. Entweder die Geburtsanzeige, der Führerschein, das Geld. Es ist immer ein Zettel. Aber der lebendige Geist, das steht auch so beschrieben im juristischen Wörterbuch, die wissen das, da steht drin, dass der Mensch nicht schreibfähig ist. Er ist auch nicht wahlberechtigt. Er ist auch nicht, was ist er denn, nicht petitionsfähig. Er ist begabt mit Sprache und Verstand. So ist der Mensch definiert. Wer Mensch sein will, soll bitte aufhören zum Schreiben, sondern was verstehen, in Klammer wollen und sprechen. Sprechen, sprechen, sprechen. Wenn einer einen Zettel braucht, kann er es eh hinschreiben dann. Der andere, der es gehört hat. Ja, und damit sind wir mehr oder weniger eh schon im Schlussplädoyer. Eintritt tut weh, Austritt tut Gutes. Jetzt komme ich quasi zu meiner Variante von Eintritt zahlen. Weil ich finde, Eintritt, das soll man nicht zahlen müssen, weil man nie weiß, was man kriegt. Man soll zuerst einmal sich Gedanken machen, sich überlegen, was redet denn der da? Und dann Austritt.
Austritt zahlen, das ist meine Devise. Ich habe draußen eine Schachtel stehen, bitte, da ist das Geld für euch ein Austritt drin. Der Austritt ist freiwillig und sollte meiner Meinung nach jetzt danach bemessen werden, was kostet jeden Einzelnen, was ist jeden Einzelnen sein Erkennen, sein Aha-Erlebnis oder sein, was würden der davon, was ist das wert? Ich bin mir selber als Hilfestellung für euch, ich wahre mir kein Abendessen, kein Kinofilm, kein Auto, war wegen viel, nein, ein gutes Buch. Ich finde, dass ich ein gutes Buch wahre, würde ich mich lesen. Kenne mich ja schon, ich lese mich nicht. Aber ich wahre ein gutes Buch und das geht bei mir los bei einem 20er. Wenn einer keinen 20er hat, dann bin ich ihm nicht besser dafür, weil ich weiß, wie schwierig es gerade ist da draußen. Aber da kann man sich einmal einpendeln. Es kann auch mehr sein, es kann weniger sein, es muss gar nichts sein. Wenn einer sagt, der Kreisel spinnt, bitte geht zusammen und zahlt gar nichts. So ist gratis. Und in diesem Sinne, ich weiß nicht, ob jetzt, nein, der Rest kommt jetzt, wünsche ich euch wirklich von Herzen alles Gute. Ihr seid jetzt alleine. Ich sage es euch jetzt alleine in euch einen Erkennungsprozess. Der eine checkt es sofort, der andere braucht 4 Wochen, der andere 3 Jahre. Es ändert nichts an den Fakten von dem, was ich da außer recherchiert habe. Ich habe nichts dazu dicht. Ich habe nur ein paar Fragen gestellt. Ich kann bei Gott nicht alle Fragen beantworten. Ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin nicht für Lösungen zuständig. Ich bin nur der, der sagt, hast du schon gewusst, die Erde ist keine Scheibe. Und dann gehe ich wieder. Und ob jetzt der Einzelne sagt, hey, interessant, da möchte ich mehr wissen, da gehe ich gleich rundum. Oder er sagt, aha, war mir bis jetzt wurscht, ist mir später auch wurscht, ich bin in meinem Garten. Ist nicht mein Thema, es ist euer Ding. Aber gemeinsam, nur wenn wir alle nach dem agieren, dass der lebendige Geist sie niemals von außen kontrollieren lassen sollte, werden wir das nicht schaffen. Meine Freiheit ist nichts wert, solange irgendein anderes Wesen auf dem Planeten von irgendwem versklavt wird. Ob das ein Viech ist, ob das Dings ist, ob das Menschen sind, ist eigentlich wurscht. Es hört auf, dass jetzt regiert wird auf dem Planeten. Regier. Verstehst? Wir brauchen nicht gierig sein. Und da brauchen wir nicht regieren. Gier ist ganz was Schlechtes. Nicht notwendig. Und auf einem Planeten der Fülle, den wir ja beleben. Eindeutig. In diesem Sinne sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Schaut euch bitte im YouTube, im Internet alles an, was ihr finden könnt. Nicht nur mich. Macht euch ein eigenes Bild. Denkt ihr, der spinnt, aber was sagt denn der andere? Und macht euch ein Bild aus den Expertenmeinungen. Ich versuche es bis zum Schluss oben zum Anschauen und Hinterfragen und rauszukommen da. Einfach selber rauszukommen. Und dann außen winken und sagen, ich bin schon raus, kommt bitte nach, da haben wir es viel schöner heraus. Und der Reißverschluss, dummerweise, das muss ich auch noch dazu sagen, der Reißverschluss, den wir da verknüpfen jetzt einmalig. Kennt ihr diese Reißverschlüsse, die hier sind? Wo er in der Mitte aufgegangen ist, aber unten ist er zu. Das ist so, mit sowas haben wir es gerade zum tun. Es schaut offen aus, aber es ist verzwickt unten zu. Wir müssen diesen Reißverschluss mit zwei Enden zusammen machen. Das eine End ist juristisch. Das ist hochlogisch, ganz sachlich, ganz nüchtern. Juristisch lebt nicht. Dem juristischen System ist eure Lebendigkeit völlig egal, weil das sind nur Zedeln und Worte, die irgendwas anschaffen oder verbieten. Und die übere Reißverschlussseiten, so wie bei unserer DNA, sind zwei Sachen, die da zusammenkehren. Das ist die Philosophie, das Spirituelle, das Geistige, das Weibliche, nicht das Logische, Männliche, das Weibliche. Das geht jetzt so zusammengefasst, einmal, den Reißverschluss nur einmal so zusammentun und dahinter geht er auf, dann ist es wurscht. Das ist jetzt notwendig, einmal Sachen zusammenbringen wollen, die normal nichts miteinander zu tun haben. Wer eine richtig geile Lösung will, der muss auch richtig viel in diese Lösung rein tun und schön lang umrühren und dann wird es eine schöne Lösung. Und dann seid ihr alle heraus. Okay, jetzt höre ich auf. Danke. Gibt es vielleicht noch irgendwelche 2, 3 Fragen? Wir können unmöglich alle beantworten. Ja, das, warum alles bezahlt ist. Ah ja, danke. Das, warum alles bezahlt ist. Bankentechnisch ist es so, dass zum Zeitpunkt deiner Geburt im Hintergrund, hinter dem Spiegel, den ich vorher erwähnt habe, hinter dem Spiegel wird bilanztechnisch ein Konto eröffnet für die. Und dieses Personalkonto kriegt eine Nummer, das ist deine Sozialversicherungsnummer. Mit dieser Nummer wirst du durchs Leben begleitet. Und hinter dieser Sozialversicherungsnummer gibt es 2 Konten. Ein Habenkonto und ein Sollkonto. Und die Grenze zwischen den 2 Konten ist die Spiegelwand. Hinterm Spiegel ist dieses Habenkonto, wo einfach aufgebucht wird, alles was auf deiner Personennummer rennt. Egal ob das ein Kredit war, ob das ein Strafzettel war, ob das eine Kammerumlage war, eine Gemeindeabgabe, eine Müllabfuhrgebühr, Wassergebühr, eine Wasseranschlussgebühr, Straßenbeitrag, was immer uns das System auf die Person verrechnet. Auf diesen Namen, Geburtsdatum, jede Gerichtsverhandlung, das wird alles da aufgebucht. Ins Haben.
Und es wird im Soll herüber ein Zollschein geschickt. Und diesen Zollschein im Soll, den sollst du einzahlen mit richtigem EZB-Geld. Und in dem Moment, wo du ihn gezahlt hast, buchen sie ihn aus dem Soll wieder weg. Dummerweise haben sie uns nie gesagt, dass sie im Haben stehen geblieben ist. Weil sie hätten es nur aus dem Haben umbuchen brauchen, dann war alles von, es ist alles bezahlt. Alles, was deiner Person verrechnet wird, jede Steuer, jeder Kredit, alles ist bereits da drüben gebucht und braucht nur, wie man das macht in einer normalen Bilanz, da oben, Kasse an Ausgang und fertig. Und uns wird eingeredet, wir müssen das bezahlen. Glaubt ihr auch nicht, dass nicht da hinten riesen, schaut einfach andere Seiten, jedes Geld auf dem Planeten ist ausschließlich Schuld. Das gehört einmal verinnerlicht und verstanden, sonst brauchen wir da nicht weiter diskutieren. Jedes Geld auf dem Planeten ist ein Schuldschein, es ist nicht ein Wertschein. Und was dann wir? Wir bilden, damit wir diese Schulden bedienen können, wo wir auf Staatsschulden nur Zinsen zahlen, müssen wir neue Schulden aufnehmen, Dings, weil Budgetdefizit und hin und her und alles Mögliche. Und damit wir neues Geld erschaffen können, müssen wir neue Schulden machen. Da kommt ja nicht oben auf dem Berg was drauf, sondern das Loch wird aber größer, was wir da machen. Mit neuer Geldschöpfung heißt es, die Schuldenmenge wächst auf dem Planeten, weil Geld ist gleich eine Forderung. Eine gebuchte Forderung auf irgendwas, eine Schuld, ein Schuldschein. Und das kann man selber auch tun. Und da kommen wir gerade drauf, ich lade euch ein, informiert euch, es ist sehr konkret, wir waren jetzt Anfang der Woche in Linz auf zwei Banken und haben dort zwei Promissory Notes abgegeben und einfach haben wir geschaut, ob die Banken wissen, was da kommt. Wir zahlen jetzt unsere Kredite mit einem Schuldschein zurück, den man selber erstellt, richtiges Geld macht, nach UCC, nach internationalem Handelsrecht sowas wie ein Wechsel ausstellt und mit diesem Wechsel wird von diesem Konto da drüben abgebucht und es ist alles bezahlt. Bitte lest euch da eine. Wenn ich das jetzt erklären will, ist das der nächste Vortrag. Im Internet. Ja. Auch auf meiner Seite, Welcome to Freedom, auf Facebook, wir versuchen das zu streuen und zu posten. Geht's in eurer Selbstverantwortung und wollt ihr es wissen? Sagt euch einfach, der Kreisel, das stimmt sicher nicht. Und ich lade euch jetzt ein, jeden Einzelnen, widerlegt es mir bitte. Aber widerlegt es mir so schlüssig, dass ich nachher sagen kann, okay, stimmt, ich habe einen Blödsinn geglaubt. Freeman ist ein Blödsinn. Okay? Widerlegt es mir bitte. Glaubst du es nicht, sondern sagt es, das stimmt nicht. Aber ihr seid nicht die Ersten, der Verfassungsschutz probiert es auch schon. Als sportlichen Anreiz vielleicht, dass jeder ein wenig. Ja. Wer hat glaubt, dass da keinen Ausgang aus sich gibt? Entschuldigung? Wir sind's. Wir sind der lebendige Geist auf dem eigenen Planeten. Keiner kann uns irgendwas anschaffen, außer mir sagen, das habe ich nicht gewusst, ich muss folgen. Das ist eine mentale Störung, wenn ich glaube, dass ich beherrscht werden kann. Ich bin entweder mental männlich gestört und glaube, ich beherrsche, oder ich bin mental weiblich gestört und glaube, ich kann beherrscht werden. Aber es kann nur eine mentale Störung sein, sorry. Wer glaubt, dass er einen Herrscher im Außen braucht, hat eine schwere mentale Störung. Man kann sagen, das ist die sogenannte Was da los ist. Oder latente, subdimensionale, supplementale, mentale Störung. Noch Kreisel. Aber das ist jetzt in einem anderen Vortrag. Gibt es nur eine Frage, bitte? Ja, das Papst. Motu proprio sprichst du? Ja, genau, das war. Was machst du, was wolltest du das machen? Wer hat davon schon was gehört, dass der Papst vor zwei Jahren Motu Proprio geschrieben hat, das uns alle intensiv betrifft, ohne dass wir es wissen? Genau. Das Motu Proprio des Papstes ist eine deutsche Übersetzung aus eigenem Beweggrund heraus. Also wenn der Eigentümer der Welt aus eigenem Beweggrund uns was mitteilt, nennt man das Motu Proprio. Der Walt Disney sagt uns was durch die Hausanlage im Disney World. So muss man das verstehen. Und da steht drinnen, dass alle Unternehmen, alle Rechtseinrichtungen, die von der römischen Kurie verwaltet werden. Und die römische Kurie sind die paar Leute, die der Papst vor zwei Wochen zusammengeschissen hat, wenn sie es gehört habt in den Nachrichten. Die haben glaubt, die leidet, der Papst hat gesagt, liebe römische Kurie, du glaubst, du leidest an Ewigkeits- oder Dings da. Gedächtnisverlust und Ewigkeitssyndrom. Das passiert gerade parallel. Und die römische Kurie ist die Verwaltungseinheit des Heiligen Stuhls. Das heißt, da, wo der Heilige Stuhl auf dem Planeten verwaltet, und jedes Land, das eine Administration hat, Obama hat sowas zum Beispiel, das heißt Administration. Ja, bei uns sagt man administrierte Rechte oder Dings, bei uns heißt es Verwaltung, Verwaltungsakt. Das ist die römische Kurie. Und der Verwaltungsakt erlaubt auch jede juristische Person, nicht nur eine Lizenz für ein Wirtshaus. Dieses Wirtshaus zum Beispiel ist von der Republik Österreich genehmigt und der Heilige Stuhl macht es möglich durch sein Rechtssystem und über diesen Bund, Dings. Glaubt man es einfach nicht. Bitte glaubt es nicht und schaut es selber nach. Genau, also das ist
die römische Kurie ist nicht mehr immun. Das Motu Proprio besagt, dass jeder unterhalb oder innerhalb der römischen Kurie den Status von einem öffentlichen Amtsträger hat. Was im übertragenen Sinne jetzt bedeutet, er ist selbst verantwortlich für sein Handeln und er ist nicht mehr immun für das. Also es braucht keiner mehr glauben da draußen, vor allem jetzt liebe Bediensteten, es braucht keiner glauben, dass diese Rechtseinrichtungen wirklich nur ihn decken. Er glaubt es nur. Richtig. Er ist in Wahrheit, und dann sind wir wieder beim römischen Statut, er ist in Wahrheit beim Internationalen Strafgerichtshof mit seiner natürlichen Person, ohne jegliche Immunitäten, so steht es nämlich da drinnen, egal ob er Staatsoberhaupt, Diplomat oder sonst was ist, voll haftbar. Und wenn er glaubt, dass er uns aus unserem neuen, ich nenne es halt wie gesagt eher Österreich, weil ich das sexy finde, aber aus unserem neuen Hoheitsgebiet ausholt, und das Hoheitsgebiet von mir ist, wo ich gerade bin, dann riskiert er nicht unter 5 Jahren Gefängnis. Und das sind schade 5 Jahre, aber die nächsten 5 Jahre werden richtig geil auf dem Planeten. Er soll jetzt nicht versammeln wollen, aus seiner familiären Seite ausgesehen, weil seine Lieben wollen ihn ja auch haben und so, weil wir brauchen uns gerade gegenseitig ein wenig, im Kleinen. Und dafür müssen wir uns das große Auslassen trauen, es ist nicht mehr notwendig. Ich lade euch ein, das, wie gesagt, ich selber tue schon 7 Jahre da forschen, seit 2 Jahren weiß ich nicht, mehr oder weniger, was da rennt, und seit 1 Jahr weiß ich, dass es der Heilige Stuhl ist. Also es ist eine lange Reise auch für mich gewesen, mit mehreren Dings, aber es ist extrem spannend und unheimlich befreiend, wenn ich so sagen will, erfreiend. Was hast du studiert? Was ich studiert habe? Ja. Ich jeden Tag was Neues. Ich bin eigentlich Musiker. Musiker, Tontechniker, Freigeist. Ich habe 20 Jahre lang ein Tonstudio betrieben mit Musikverlag und Volksmusik, Wahnsinn. Vollgas. Volks gibt es sowas. Ja, genau. Ja. Naja, Volk gehört dem Papst, deswegen. Natürlich, ja. Weil die Idee von Volk uns nicht entspricht. Es gibt da kein Hosenvolk. Es gibt nur lauter Hosen. Und genauso wenig gibt es ein Menschenvolk, außer nur lauter Leute. Gibt es verschiedene Mentalitäten für dich? Ja, sicher. Und kann es sein, dass verschiedene Völker, Permakulturen, verschiedene Mentalitäten, wie ich sage, die Indianer und wir, sind ein bisschen anders. Ich bin nicht unbedingt das Thema Skalper detailliert, aber ich glaube, dass da eben schon Unterschiede zwischen gewissen Menschengruppen. Das sind alle Menschen mit Augen. Ja, schau, bestes Beispiel. Aber diese Unterschiede machen auf der Welt sehr viel zu schaffen, wenn wir die alle durcheinander haben. Und das Chaos, was zurzeit entsteht durch das Durcheinander, haben wir alle befassen sind, davon profitiert auch alle, die sich ganz unten in Israel ihre selbst mit Rassegesetzen reinhält. Und wo die nur mal anders sind. Die haben Rassegesetze, die sind brutal. Also, du sprichst 3 Süben an. Diese 3 Süben heißen ISIS. Der Mond, Ra, die Christen, El, die Juden. Israel, 3 Glaubensgemeinschaften auf demselben Fleck. Isis ist der Mond, Ra ist die Sonne, El sind die Planeten. Und jeder betet was anderes an, jeder glaubt an anderen Scheißdreck. Ja? Okay, ist einer recht, sollen sie tun, aber es soll uns bitte nicht betreffen. Ja, wenn der eine Vogel glaubt, dass er irgendwie einen höheren Gott hat, der ihm lenkt und sagt, ich muss jetzt, okay, also der Vogel glauben, was er will und wohin fliegen, wo er will. Aber er soll mich bitte in Ruhe lassen damit. Ja, dann hat er ein Problem. Weil ich kann mich bis zum Schluss wehren. Echt? Ja, natürlich. Ja, aber ich wehre mich halt mit einer Waffe, die ist sehr ungewohnt und Dings, die heißt Florettfechten mit Worten. Das ist der feine englische Schmäh, dass man einfach sagt, okay, jetzt sitzen wir uns einmal nieder und trinken einen Tee. Möschbeiß dazu, lass uns drüber reden, es kann doch nur wo stehen. Die Probleme auf dem Planeten können nur wo stehen, weil sonst waren es nicht. Der Mensch steht anders, wenn sie ihm nicht die Schrift anschaffen darf. Und es geht wirklich in die Religion, weil die 10 Gebote, da glaubt der Mensch auch, dass der Gott schreiben kann. Ne? Oder zumindest aussagen, schreib hin, ich sag das, du sollst nicht stellen. Ja, und wer war eigentlich dabei? Ich meine, ist ja witzig. Fragen hätte er müssen, lieber Gott, was ist leicht stellen? Ja, genau. Das hätte er fragen müssen, aber es hat keiner hinterfragt. Ja. So kommst du erst auf die Idee für so einen Blödsinn. Ja. Aber gut, das ist alles der Wahnsinn. Ja, aber letztendlich kannst du aus dem System nicht raus, sondern die bombardieren dich ja wieder. Ich frage dich nur einmal, er sagt, aus dem System kannst du letztens nicht raus. Wo ist das System nur einmal? Wo ist es? Ja? Genau. Wo spielt sich das Spiel? Das ist alles nur ein Konzept im Kopf. Von jedem, der mitmacht. Du bist Österreich, ich nicht, ich bin eher Österreich. Der andere ist Deutschland, denkst du schon. Wir spielen ein neues Spiel und lassen das alte Spiel hinten. 5 Jahre, wie gesagt, nicht unter 5 Jahren. Die müssen es verstehen. Ich habe es auch verstanden. Jetzt sind sie dran. Ja,
Danke für diese Frage, ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Genau. Wenn du das Geld ansprichst, wovon lebst du, das hat der Finanzer mich auch gefragt, ich habe zu ihm gesagt, ermitteln Sie es. Aber man muss ja nicht gefernst sein und so, man kann das ja auch sagen, ist ja kein Geheimnis. Wie gesagt, ich halte jetzt 1,5 Jahre oder so Vorträge und habe einfach angefangen in dem Wissen, wir müssen jetzt irgendwas tun. Und habe das angeboten und es werden immer mehr Leute und immer mehr Dings. Und ich sage, liebe Menschen, ihr könnt es selber abschätzen. Ich kriege teilweise Spenden aufs Konto, 15 Euro, schickt man, hey, der Kontonummer, ich schicke dir was, du bist ein cooler Typ aus Deutschland. Die brauchen das nicht. Aber die machen sich Gedanken und halten die Mission, weil ich wirklich, dieser Fulltime-Job, was ich da tue, das alleine Gesetzestexte lesen und viermal nachfragen und hinterfragen und recherchieren, Bücher bestellen, das ist richtig, was kostet es? Das kann man nicht bezahlen, aber ihr sorgt dafür, dass es mir nicht zwängen wird. Das weiß ich. Und da ist der voll im Vertrauen. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 36 Euro eingesteckt und irgendwann habe ich wieder mehr und dann habe ich wieder weniger. So geht das. Aber beim Geldsystem spielst du schon mit. Geldsystem vielleicht auch nicht. Nein, beim Geldsystem, ich habe das in meiner Erklärung, danke für den Einwurf, ich habe in meiner Erklärung geschrieben, ich bin ja dazu genötigt, dass ich am Geldsystem teilnehme. Und deswegen tue ich das auch. Ja, das habe ich ja sehr spannend. Ja, richtig. Warum ich dazu genötigt bin, dass ich am Geldsystem teilnehme? Weil ich es nicht akzeptieren kann, dass ich im Gegensatz zu dir neben dem Auto daherfahren darf. Auch Autofahren ist auch schlecht, ich weiß. Aber ich muss auch tanken und ich muss dann Diesel zahlen und der Diesel wächst nicht vor der Haustür, aber wenn er der Erde wehtut. Eben, die hast nicht du gezahlt, die hat ganz viel andere gezahlt. Ja, stimmt. Über das darf man nicht streiten, bitte, weil da werden wir niemals fertig. Das ist eine Absicht, dass wir über solche Sachen streiten sollen. Wir können da drüber stehen, weil ich brauche einfach nur sagen, deine Straßen, die liegt auf meiner Wiesen und die sind vorher drauf. Okay? Und da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Ja. Du bist Doch, weil Eigentum ist eine juristische Definition, an die du da jetzt festhältst und die ist so definiert, wir wollen alles rechtmäßig behandeln, damit wir uns nicht in Schwierigkeiten verstricken. Eigentum ist so definiert, dass es an deinem Vermögen muss es liegen, dass das dann dir gehören soll. Was du meinst, ist Besitz oder Innehabung. Ja, richtig. Ja, und der Eigentümer ist der aufgrund seines Vermögens irgendwas erschaffen hat. Ja, dann hat er sich mit seinem Vermögen einen Rechtstitel besorgt. Okay, aber das macht ihn nicht zum ursprünglichen Eigentümer, weil da steht eigentümlich drinnen. Das liegt an deiner Eigenart, da wo du individuell bist und einen Storn aufhebst. Und in dem Moment ist er dein Eigentum. Richtig. Genau. Und der Rest ist ein juristisches Spielchen, wo wir schon am Casino-Tisch sitzen und sagen, hey, verkauf dann meine Anteile an der Kärntnerstraße und dafür kriege ich 2 Häuser von dir in Innsbruck. Ja. Ich habe meine Gründe zurückgegeben und ich sage dir jetzt warum. Zitat aus dem Köbler wiederum, weil ihr braucht wirklich nur dieses Buch, um zu verstehen, was da abgeht. Wir lesen Wahrheit. Steht sogar im Aufsatz drin, da hätte ich es schneller gefunden vielleicht. Wahrheit. Was Wahrheit für da? Wahrheit, wir reden von Souveränität. Und souver heißt, wie ich vorher schon gesagt habe, unterhalb von wahr. Wer Wahrheit sucht und souverän sein will, kommt um diese Begriffsbestimmungen nicht drum herum. Da steht also, Wahrheit ist der mit Gründen einlösbare und insofern haltbare Geltungsausspruch über einen Sachverhalt. Die Wahrheit ist die Grundlage der Freiheit. Sie wird verletzt vor allem vom Lügner, Fälscher, Hochstapler und Betrüger. Die Wahrheit ist die Grundlage der Freiheit. Freiheit heißt die uneingeschränkte Entfaltung. Die Möglichkeit zur uneingeschränkten Entfaltung von jedem, das ist Freiheit. Wer das will, muss die Grundlage suchen. Also würde die Freiheit baden gehen. Und sie würde untergehen, weil sie nicht schwimmen kann. Und sie würde zu Boden sinken, wie ein Blattl Papier, wie ein Laub. Und sie würde am Grund liegen bleiben. Dann nennt man das wie Grundlage. Die Wahrheit ist die Grundlage der Freiheit.
Also wenn die Freiheit Boden geht und am Boden fällt, dann bleibt sie auf der Wahrheit, auf der Fliese des Grundes Wahrheit liegen. Da liegt die Freiheit, auf Wahrheit. Und dann steht nur, Wahrheit ist der mit Gründen einlösbare und insofern haltbare Geltungsausspruch über einen Sachverhalt. Absolute Freiheit, meine Damen und Herren, sehr geschätzte Mitwesen auf dem Planeten. Absolute Freiheit ist grundlos. Grundlos. Mit Gründen einlösbar. Wie löse ich Gründe ein? Das heißt, Wahrheit ist der mit Gründen einlösbare Geltungsausspruch über den Sachverhalt. Ich habe ein Dings, da sind alle meine Gründe und ich gebe einen aus und löse wie ein Gutscheinheftel alle meine Gründe ein und kriege die Freiheit zurück. So geht es. Wir verzichten auf alle grundlegenden Rechte, auf Grundrechte, auf Grund. Alles weg, keine Gründe mehr. Grundlos frei. Weil ich habe mit Gründen meine Freiheit eintauscht, eingelöst. Und insofern haltbare Geltungsausspruch über einen Sachverhalt. Wer auf seine Gründe verzichtet, ist auch vor dem Rechtssystem. Nur Sie verstehen es nicht nur, das erklärt mir einer schon nur ein wenig. Absolut frei. Das ist aber ähnlich wie dem Buddhistischen, wo die älteren Menschen dann frei werden von allen materiellen Dingen, also auch das habe nichts. Ja, was bin ich denn schon? Ich bin ein Ziel, ja? Als Mensch, wobei ich sagen muss, ich möchte meine Pension nicht, das habe ich nicht, sondern ich will das, was ich mir geschaffen habe, in einem gewissen Sinn zur Eigenerhaltung, damit ich nicht krepieren soll. Genau, und das ist auch der Grund, warum ich den Ansatz so will. Ich konnte längst im Wald sein. Ja, ich möchte mal in einem Baumhaus leben. Ich baue mir ein Baumhaus und bin irgendwo und keiner sieht mich. Nein. Ja, aber das ist alles wieder, wir kommen da weg. Diese Freiheit beleidigt uns, weil das Staatsgebiet da draußen kein Staatsgebiet ist, sondern ein Planet und das Staatsgebiet in eichere Köpfe passiert. Und weil eichere Köpfe zu ignorant sind, dass sie verstehen, von was ich da rede, bin ich die ganze Zeit in meiner Freiheit gehemmt. Und deswegen muss ich das tun. Ich bin gerade eine Putzfrau. Verstehst du? Das ist eine vorübergehende Aufgabe für mich. Einfach da jetzt zusammenwischen, mental kärchern. Jedes Hirn auswaschen. Zumindest rund um mich. Und dann wissen wir endlich, von was wir da reden. Wir können ruhig weiterspielen, Österreich, kein Problem. Aber jetzt nicht. Trockendock anschauen, alle Verträge anschauen. Was ist da los? Wo geht das Geld hin? Wieso 10 Milliarden Zinsen jedes Jahr? Entschuldigung. Das Schulsystem und das Militär miteinander kosten 10 Milliarden. Ja, und da haben sie also Volksbefragung gegeben wegen dem Bundesheer und das Schulsystem kannst du dir anschauen, wie es ausschaut. Und dafür zahlen wir brav jedes Jahr 10.000 Millionen Euro Zinsen. 10.000 Millionen, wer kann sich die Zahl vorstellen in Geld? Eben, verstehst? Und das zahlen wir aber. Jeden Tag muss jeder Österreicher quasi, keine Ahnung, 2 Euro zahlen oder was an den Finanzminister, dass sich das ausgeht. Nein. Was uns gut geht, und es geht alles so. Richtig. Lass uns gut gehen, aber richtig gut gehen. Und dann überlegen wir sich, wie wir weiter dann. Aber dass das aufhören kann, muss jetzt jeder Mensch in die Selbstverantwortung gehen und sagen, wie darf man denn, wenn es nichts gabert, wie wir tun müssen. Und ich denke mal, jeder von euch meint es mehr oder weniger gut. Wir darf nicht gleich drauf los und Anarchie und alles wegnehmen, was wir nicht. Oder? Wer darf das? Wer darf losfahren und gleich zum Nachbarn alles wegnehmen? Nein, meins verteidigen da die. Das wird passieren. Ja, dann schauen wir, dass wir es rechtzeitig anfangen. Weil das wird passieren, wenn wir es nicht anfangen, okay? Und der einzige Ausweg ist, sich jetzt damit auseinandersetzen, vernünftig bleiben, cool bleiben und nicht mehr vernünftig sein. Weil die Vernunft verhindert alles. Schon durch die Vernunft, du bist sehr vernünftig, aber die Vernunft verhindert alles. Weil der erwachte Geist ist nicht mehr vernünftig. Was du verhinderst, nein, das ist halt nicht du, die Vernunft ist es. Die Vernunft steht der Freiheit der Menschen im Weg. Weil die Vernunft es ist, die Rechte einleuchten lässt. Und immer sagen alle, sei vernünftig. Und wenn was einleuchtet, einleuchtend geregelter Zustand, dann habe ich euch. Zufällig steht im kanonischen Recht noch drinnen, dass vermutet wird, dass ihr alle den Vernunftgebrauch erlangt habt. Ab dem 7. Lebensjahr wird das vermutet. Und so, das spielt da wieder mit dem Seerecht zusammen. Also, macht euch einfach ein fertigeres Bild. Ich kann euch das jetzt nicht in Summe alles so erklären, dass es für jeden klar ist. Ich weiß, wie manche Hirne jetzt schon rauchen. Ich sehe, wie manche Augen sich jetzt schon vertrauen. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach Schluss, oder? Und wir machen beim nächsten Mal irgendwie weiter. Danke.
Danke. Danke, Joe Kreisel. Danke. Danke, dass ihr hier auf Woketok so intensiv dabei wart.